Lieber Weihnachtsmann, danke, dass du deine Stiefel dem Lizard Squad so hart in den Arsch geschoben hast, dass PSN jetzt wieder funktioniert. Du bist der Beste. Heyo Leute, Crymix hier und heute gibt's nochmal eine kleine Info zum Lizard Squad und wie ihr gerade sicherlich schon vor dem Intro gehört habt, scheint das PSN jetzt wieder richtig zu funktionieren und das sollte in den meisten Fällen auch so sein und das alles einfach nur, weil der Weihnachtsmann meinen Wunschzettel gelesen hat und dadurch dem Lizard Squad so hart mit seinen Stiefeln in den Arsch getreten hat, dass diese entschieden haben, das PSN nicht mehr zu DDoSen. Nein Freunde, das war natürlich nur Spaß, das Ganze hat einen anderen Ursprung und zwar hat Sony dem Lizard Squad jetzt Mega-Accounts im Wert von $300.000 geschenkt und diese können sie jetzt nach und nach verchecken und machen somit richtig viel Geld, einfach nur damit diese aufhören, die Netzwerke von Sony zu DDoSen. Ist auf jeden Fall richtig krass, dass so ein Unternehmen wie Sony wirklich so verzweifelt ist und dem Lizard Squad dann so viel Geld in den Arsch schiebt, einfach nur damit sie aufhören, diese zu DDoSen. Wie gesagt, Leute, richtig krass, hätte ich nicht gedacht, dass ein Unternehmen da wirklich so aufgeschmissen ist und denen dann sogar so viel Geld gibt oder bereit ist, so viel Geld zu geben. Auf jeden Fall hat dann der Chef von Lizard Squad auf Twitter gepostet, dass diese jetzt aufhören werden, die Netzwerke von Xbox Live und PlayStation Network zu DDoSen. Das ist ja zunächst schon mal eine richtig gute Nachricht. Ich werde euch den Post jetzt auch mal im Hintergrund einblenden. Jedoch gibt es bei diesem Post eine Sache, die mich stört. Also klar, zunächst mal, es ist eine ziemlich gute Nachricht, dass sie jetzt aufhören wollen, die Systeme zu DDoSen. Jedoch in der letzten Zeile von diesem Post steht etwas, was ich persönlich ziemlich uncool finde. Ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal vorlesen. That doesn't stop me and my friends from hitting games off. Heißt auf Deutsch so viel übersetzt, das hindert mich und meine Rasselbande jedoch nicht, andere Spiele zu DDoSen, was ich dann wiederum extrem uncool finde, denn was bringt es uns, wenn zum Beispiel PSN und Xbox Live richtig funktioniert, wir zum Beispiel aber nicht online kommen, weil diese zum Beispiel gerade die Rockstar Games Server DDoSen. Und das finde ich wirklich ziemlich uncool. Das bezieht sich jetzt natürlich nicht nur auf Rockstar Games, sondern auch auf alle anderen Spielserver, zum Beispiel bei EA und dann dementsprechend FIFA oder bei Ubisoft und Assassin's Creed. Also ist wirklich extrem uncool. Ich hoffe einfach nur, dass sie wirklich die Finger von Rockstar Games lassen, damit wir einfach hier noch in Ruhe GTA 5 weiterzocken können. Natürlich hoffe ich auch, dass euer Favoritenspiel nicht gededost wird. Bei mir ist momentan einfach nur GTA, aber wenn ihr zum Beispiel noch andere Spiele habt, dann hoffe ich natürlich, dass ihr in Ruhe weiterzocken könnt und das einfach Lizard Squad in Zukunft nicht eure Spiele DDoSen wird. Ich denke mal auf jeden Fall, dass wir in Zukunft noch einiges von dem Lizard Squad hören werden, denn dieser Satz in der letzten Zeile deutet quasi schon an, dass da in Zukunft noch mehr auf uns zukommen wird, auf die Gamer. Ich finde es einfach nur, wie gesagt, richtig uncool, was Lizard Squad da abzieht. Und schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung zu der ganzen Scheiße in die Kommentare, wird mich auf jeden Fall richtig interessieren. Und dann hoffe ich natürlich wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn im System prügelt, jetzt wie immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Leute, euer Crymix.